Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Palia. Ja, wir sind wieder zu Hause gestartet, kurz nach der ersten Folge, und da haben wir einen Überfall von Nayu. Ah, come for some harvesting tips? Gut, du bist hier. Ich glaube, Auni wird davonlaufen. Das erklärt die Campingausrüstung. Mist, er hat die Rüstung schon? Auni, Auni. Er benimmt sich in letzter Zeit total komisch. Wird ohne Grund sauer und stürmt dann immer in sein Zimmer. Das nennt man Pubertät. Habe ich jetzt auch schon Erfahrung mitgemacht. Ich weiß, dass ich nicht herumschnüffeln sollte, aber er hat mich beunruhigt. Und als ich nachgefragt habe, wollte er mir nichts sagen. Also, naja, habe ich sein Tagebuch gelesen. Bevor du etwas sagst, ich schäme mich auch dafür. Aber ich könnte es mir nie verzeihen, wenn Auni verletzt würde. Vor allem meinetwegen. Also, was meinst du, soll ich tun? Verbring mehr Zeit mit ihm. Du hast recht. Wenn er weglaufen will, weil er denkt, dass ich ihn nicht mag, muss ich ihm einfach das Gegenteil beweisen. Puh, okay, danke, Gameplayerin. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mache. Hey, mind catching up on the round ball scores for me? Ja, kein Thema. Gerne, gerne. Dein Ernst jetzt? Du warst doch gerade weg. Ah, come for some harvesting tips? Oh, hey, ich hätte dich hier nicht erwartet. Bei mir zu Hause? Ich bin nur spazieren gegangen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ich bin wohl unversehens hier gelandet. Trotzdem ist es schön, dich zu sehen. Muss irgendwas angehoben werden? Getragen? Repariert? Ich könnte mich auch mal nützlich machen. Deine Gesellschaft genügt. Was ist denn mit dir los? Kenyatta und Mama haben mir wegen neulich immer noch nicht verziehen. Ich habe die beiden wirklich sehr enttäuscht. Ich möchte es irgendwie wieder gut machen, aber ich habe das Gefühl, dass nichts, was ich tue, irgendetwas bewirken würde. Ich bin Palias schlechtester Sohn und Freund. Ich mag dich immer noch. What? Du magst mich? Ich dich auch, Gameplayerin. Es ist schön zu wissen, dass ich noch nicht alle enttäuscht habe. Mama verhält sich zwar noch immer genau wie vorher, aber ich weiß, dass ich sie enttäuscht habe. Und ich weiß, dass Kenyatta das nicht vergessen hat. Könntest du mal nach ihnen sehen, ob es etwas gibt, das sie brauchen? Ich kann das gerade biegen. Ich brauche nur deine Hilfe, um herauszufinden, wie. Next time, let's Ja. talk carrots. Kein Problem. Warten wir noch einen Moment? Kommst du dann wieder, oder? Ich glaube nicht mehr, oder? Das war jetzt richtig cool. Hodari! Als verwandelte Najuma die beiden. Was? Als verwandelte Najuma die beiden Steaks in zwei winzige. Ach so, also verwandelte. In zwei winzige Feuerbälle. Ach du Scheiße. Trotzdem wollte ich mich bei dir bedanken, dass du es versucht hast. Hier ist also eine Kleinigkeit von uns beiden. Ein Eisenbarren. Ja, den nehme ich doch gerne an. Oh, Auni. Was auch immer. Plus, he's really good at playing. Was? Der kann? Nee, Moment. Moment. Es hat. Ach so, es hat funktioniert. Right at the dinner table. Also, so wie ich es verstanden habe, hat wie heißt der nochmal? Also, der Vater auf jeden Fall, seiner Mutter beim Essen oder wie auch immer, was vorgesungen. Und der war wohl ziemlich gut im Spielen. Er hat jetzt nur vom Spielen gesprochen, nicht vom Singen. Okay, also er und sein Vater möchten mir einen Himbeerkäfer geben. Das ist doch nett. Dankeschön. Ich kann ihn nur nicht annehmen. Warum kann ich ihn nicht annehmen? Hallo. Ich will diesen Scheißkäfer haben. Leute, gib mir diesen Käfer. Hallo. Och, kommt. Ich will diesen Käfer haben. Ich kann den Käfer nicht annehmen. Ach komm, ach komm. Das wäre bestimmt der dritte von vier gewesen. Aber ich darf ihn nicht annehmen. Ich versuch's mal nach einem Neustart demnächst. Keine Ahnung. Das Spiel ist, wie ja, die ganze Zeit durchgehend halt immer noch ziemlich verpackt. Ich meine das jetzt nicht böse.
Nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch versteht, aber es ist halt so. Jetzt verfehlst du nie wieder. Diese Rauchbombe hat eine perfekte Fangquote. Hm. Soll ich die mitnehmen oder nicht? Ich lasse am besten erstmal drin. Und die tue ich... Nee, Moment. Den die Gartenschnecke brauche ich, glaube ich, nicht. Egal, ich lasse die jetzt erstmal drin, bevor ich hier irgendetwas falsch mache. Aber wo habe ich diese Bretter bitte her? Das ist krass. Kupfer brauche ich auf jeden Fall. Na gut, den Dünger kann ich jetzt schlecht hier, der die Pflanzenqualität verbessert. Das setze ich mal nach hier oben. Machen wir noch ein paar Steine rein. Und den Rest können wir eigentlich soweit verkaufen. So, dann schmeißen wir das hier alles noch rein. Normale Kartoffeln verkaufe ich auch. Mit so etwas muss ich mich nicht mehr abgeben. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Moment, 205 kommen noch dazu. Wie viel habe ich denn im Moment? 10.000. Ich bin ja eigentlich auf die 15.000 am Sparen. Ach, jetzt kann ich ihn endlich. Sehr gut. Jetzt steht da, dass ich einen von vier habe. Okay. Das heißt, ich muss mal eben gucken, wobei das keiner... Das. Die Bahari-Biene gehört wahrscheinlich nicht dazu, oder? Da habe ich immer noch 3 von 4. Dann tue ich die auf jeden Fall erstmal da rein, bevor ich da aus Versehen irgendwie Blödsinn mitmache oder so. So, Moment. Jetzt hat er mir das hier wieder reingehauen, was ich nicht drin haben will. Zack, so. So, dann schauen wir doch mal. Kenyatta, die sind relativ nah beieinander. Wobei, ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal zur Mutter gehen, weil Kenyatta ist ja eigentlich immer da am Arbeiten. Ich glaube, ich habe die noch nie woanders gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, je nachdem, wie lange das dauert, müssten wir dann auch mal zu Tisch gehen. Ist die hier drin? Nee, doch. Da ist sie. Are you having a good day? Ah. So, kostenlose Marmelade und deine Vergebung. Ja, das wäre doch mal schön. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das auch. Schön, dich zu sehen, Schätzchen. Brauchst du etwas? Kostenlose Marmelade und deine Vergebung. Das mit der Marmelade lässt sich machen. Aber warum Vergebung? Nayu macht sich Sorgen. Er ist... Was? Ach, geht es hier um dieses Pastetentheater? Das hatte ich schon ganz vergessen. Es wird in Zukunft noch viele Gelegenheiten geben. Er ist ein guter Junge, der nur einen Fehler gemacht hat. Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Kann ich dir sonst noch bei irgendwas helfen? Ja, gib mir die kostenlose Marmelade, die habe ich immer noch nicht bekommen. Oh, thank you for the visit, dearie. Ja, von ihm haben wir auch immer noch keine Glückskekse bekommen, fällt mir gerade ein. Warum nicht? Ich bin ja jeden Tag so schön mein Mehl am Kaufen und ich krieg gar keine Glückskekse mehr, Zeki. Wir müssen mal ein Wörtchen miteinander reden hier. Plaudern geht auch. Hauptsache, ich level dadurch ein bisschen. Ach, das hört sich wieder nach einem Schleimball an. Also hier nach einem Wollknäuel, was auch immer, an. So. Kenyatta, du entkommst mir nicht. Meine Mutter hat heute schlechte Laune. Ich würde sie meiden. Nayu möchte sich entschuldigen. Wofür denn? Ich wüsste nicht, dass er mich in letzter Zeit verärgert hätte. Es geht um das Konzert. Für was? Oh, das. Pff, typisch Nayu. Ich habe nur so getan, als wäre ich sauer, um ihn ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Und außerdem hat er mir als Wiedergutmachung schon ein Band-T-Shirt gekauft. Yeah. Sag ihm, dass er aufhören soll, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Okay? Okay. Bye. Ich sag okay und sie sagt okay. Bye. Na gut. Warum können die das eigentlich alle nicht selber regeln? Ich verstehe das nicht. Ich meine, die sind doch alle erwachsen. Lauft einfach zu den Leuten hin, redet mit denen und gut ist. So schwer ist das nicht.
Moment, bevor ich mit dir rede, muss ich mal kurz mit dir plaudern, bevor du wieder abgehauen bist. Seen anything worth investigating? Oder ich kann es nicht. Dann halt nicht. Okay, dann rede ich direkt mal mit dir. You're welcome at the farmhouse. Oh hey, hattest du schon Zeit dafür, mit ihnen zu reden? Sie hatten es längst vergessen. Wirklich? Oh Mann, wenn sie nicht mal darüber reden wollen, müssen sie wirklich wütend sein. Was mache ich nun? Diesmal hast du es echt versemmelt, Nayu. Ich glaube echt, dass alles in Ordnung ist. Nein, ich weiß, ich habe es nicht so mit Worten und Entschuldigungen und so. Die müssen mich inzwischen echt satt haben. Oh, was ist das für ein Idiot, ganz ehrlich. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Ich weiß, aber ich kann dich nicht bitten, mir schon wieder zu helfen. Freunde helfen einander. Ja, du hast recht. Und wenn du in meiner Nähe bist, mache ich mir gleich weniger Sorgen. Ich brauche nur 20 Dornengänseblümchen und 20 Kristallseelotus. Hast du einen Arsch offen, Junge? Weißt du, wie viel? Also, abgesehen davon, dass ich den Lotus selber brauche. Wenn du mir diese bringen könntest, dann stehe ich in deiner Schuld. Also, boah, ich gehe woanders hin. Ich kann nicht mehr. Ich muss zu Tisch. So. Wieso darf mein Tisch jetzt nicht mehr markieren? Was ist das jetzt? Och Mann. Wieso habe ich die überhaupt markiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß doch, wo sie ist. Achtung, ich überhole von rechts. Was man eigentlich nicht darf. Straßenverkehrs. Laut Straßenverkehrsordnung. Don't you just love the wind in the valley? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber heute laufen die Dinge nicht so optimal. Ich versuche ja, mich auf das Positive zu konzentrieren, aber das ist im Moment extrem schwierig. Ich habe nämlich momentan so viele Aufträge, dass ich nicht einmal Zeit habe, mich mit Umdekorieren abzureagieren. Was ich normalerweise tue, wenn ich irgendwie sauer bin. Ungestümes Umgestalten hört sich irre an, genau. Darf ich dich fragen, warum du verärgert bist? Ach, das ist keine große Sache. Ich will dich nicht mit meinen Gefühlen belästigen. Aber vielleicht kannst du mir bei einer anderen Sache helfen. Warum hilfst du mir nicht bei einem neuen Möbelstück? Ich habe hier dieses neue Set, an dem ich eine Weile gebastelt habe. Vielleicht könntest du mal versuchen, mir etwas daraus zu bauen. Vielleicht hätten wir beide etwas. Ich bekomme das Möbelstück und du kannst ein paar Dinge dazulernen. Okay, dann plaudern wir noch ein bisschen. Let's get together again soon. Jetzt muss ich nur wissen, was sie überhaupt meint. Sie hat mir anscheinend irgendein... Jo, sie hat mir gar nichts gegeben. Du musst mindestens 3 abschließen. Stelle ein Industriebeet her. Stelle einen industriellen Esstisch her. Stelle eine industrielle Kommode her. Stelle industrielle Stühle her. Ja, dann mache ich doch die ersten 3, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ah, danach kriege ich dann ihren Schlüssel. Ah. Nicht weglaufen, Tisch. Wo bist du? Bleib hier. Sitz, stopp. Sitz, Platz, Heizung. So. Muss ich das vorher kaufen? Oder hat sie mir das jetzt gegeben? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Tischlerwerkzeug. Da steht auf jeden Fall nichts mit... Ah, Moment, doch hier. Industrial Esstisch und so weiter. Das habe ich auf jeden Fall schon mal von ihr gekauft. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, gucken wir noch mal eben, ob er jetzt endlich mal arbeitet. Ja. Someone could use a wardrobe refresh. Quatschen wir auch noch mal kurz mit ihm. So. Habe ich mit dir heute schon gesprochen? Ja, mit dir schon gesprochen. Cooking emergency. Ja, ja, du hast immer irgendeinen Suppenkochnotfall. So, ich habe Post bekommen, so wie es aussieht. Achso, ist bestimmt von Seki. Hoffe ich doch mal. Schön, dass du dich für einen Besuch entschieden hast. Ja, toll. Ich kann noch nicht mal irgendwas anderes anklicken, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Ich glaube, die habe ich jetzt heute schon alle durch. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt theoretisch auf der Übersicht gucken. Da bin ich aber jetzt noch ein bisschen zu faul zu gerade.
Das tun wir mal weg und das tun wir rein. Zack. Weil das könnte ich mit den entsprechenden Materialien jetzt noch herstellen. Aber den ganzen Quatsch da, den ich ihm jetzt wieder sammeln soll, nee. Geht gerade nicht. So. Da stand aber doch gleich Post. Ah ja, doch, jetzt ist es im Leuchten. Nayo auch noch. Ich habe, also habe ich deinen Rat befolgt und Auni gefragt, ob er dieses Wochenende campen gehen möchte. Ich habe ihn noch nie so voller Vorfreude erlebt. Jetzt wird bestimmt alles gut werden und das alles dank dir. Pass weiter auf Auni auf, okay? Ja, machen wir. Und meine Glücksmünze hätte ich auch gerne. Dankeschön. So, dann können wir noch mal eben was loswerden. Zack. Das war nur eine Sache, aber egal. Weswegen bin ich denn jetzt überhaupt ins Haus gegangen? Ach so, wegen dem Herstellen, genau. Oh, ich habe so ein tolles Gedächtnis. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Stelle ein Industriebeet her. Wobei das Beet, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Industriebeet. Das müsste dann ja unter... Nee, die sind ja nicht sortiert, ne? Ein Industriebeet. Ah, Leute, hier ist gar nichts mit Industrie. Wollte ich mich jetzt hier... Industriesofa, Industriekommode war, glaube ich, auch dabei. Industrie... Ist das denn nicht hier drin? Da muss ich jetzt nochmal gucken. Moment. Also, industrieller Esstisch und industrielle Kommode. Industrieller Esstisch und industrielle Mode. Quatsch, Mode. Kommode. Industrieller Esszimmertisch, denke ich mir mal, meinen die. Da brauche ich noch zweimal Stoff zu. Die könnte ich aber theoretisch viel mehr herstellen. Aber da brauche ich schon wieder Eisen für. Das ist doch scheiße. Kommode kann ich machen. Toll, brauche ich auch Eisen für. Hatte ich nicht zuletzt irgendwo noch Eisen reingeworfen? So. Ah ja, genau. Hier haben wir noch ein bisschen was. Dann... Das industrielle Beet kann ich anscheinend nicht machen. Es sei denn, dass das hier vielleicht irgendwo bei ist, wo alles drin ist. Aber denke ich eher nicht. Da sind jetzt hier die ganzen Sachen drin. Nee, ich denke es eher nicht. Dann würde ich sagen, industrielle Stühle brauche ich 4 von hier. Machen wir die. Und einen Esstisch, da brauchte ich 2x Stoff für. So. Stoff, sehr schön. Macht man den... Achso, damit, genau. So, machen wir da nochmal ein bisschen Stoff. Dann... Industrieller Esstisch. Industrieller... Ich hoffe, es ist wirklich der Esszimmertisch. Ja gut. Ich glaube, das davor hieß auch nicht hundertprozentig so. Ja genau, das passt auf jeden Fall. Gut, dann können wir das noch eben zurückbringen. Das dürfte Tisch sein. Ah, das meine ich übrigens. Hier, ich laufe hier mal kurz hinterher. Das finde ich das einzige Kostüm hier, was wirklich geil aussieht. Jetzt kann man es leider... Die cheatet. Oder die ist einfach nur verpackt, keine Ahnung. Das ist das einzige, was ich persönlich wirklich geil finde, von der Farbe her und so. Moment, die hat jetzt lange Hosen da drauf an? Nee. Irgendwie sieht das jetzt hier ganz anders aus.
Wir müssen ihr mal kurz hinterherlaufen, wie so ein Stalker. Nee, nee, sie hat auch diese Unterhose an, genau. Und dann hat sie da längere Stiefel drüber. Und das ist das, wo ich sagen muss, ich weiß nicht. Also es sieht halt komisch aus, wenn man da in Unterwäsche rumhopst. Ansonsten ist das das einzige Kostüm, was ich wirklich geil finde. So, ich habe die Möbelstücke für dich hergestellt. Oh, mein Drache. Das ist sogar besser geworden, als ich es je hinbekommen könnte. Diese Phase ist wirklich die pure Perfektion. Ich würde jetzt diese Kussgeste mit der Hand machen, die typisch für Köche ist. Aber was würde... Das würde mich an meinen Bruder erinnern und darauf habe ich gerade keine Lust. Ich habe den Eindruck, als wäre die Geschichte noch nicht zu Ende. Was hat er denn dieses Mal angestellt? Ach, nichts. Ich sollte dich wirklich nicht damit belästigen. Oh, die ist ja so süß und alles, ne? Aber die geht mir so auf den Senkel mit. Ja, ich will dir meine Gefühle nicht offenbaren und ich will dich damit nicht belästigen. Krieg doch einfach mal die Klappe auf und erzähl mir, worum es geht. Mann! Also gut, ich erzähle es dir. Ja, danke schön. Das hat sie gehört. Ich hätte dir ja gesagt, dass ich Ashura meine Meinung geigen wollte. Dabei habe ich herausgefunden, dass Rev abends überhaupt nichts arbeitet. Er schleicht sich abends irgendwo hin und hält es vor mir geheim. Ach so, genau, daran kann ich mich noch erinnern. Als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte er nur, dass Ashura seine zusätzlichen Schichten wohl einfach vergessen haben dürfte. Keine Ahnung, was er da abzieht, aber ich bin nicht annähernd so dumm, wie er denkt. Ja, genau, du bist super schlau. Größtenteils. Ich weiß, dass die Frage etwas seltsam wirkt, aber könntest du, weiß nicht, meinen Bruder vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und herausfinden, was los ist? Er öffnet sich mir zwar nicht, aber vielleicht ja dir. So oder so, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Möbelstück herzustellen. Warum nimmst du dir nicht den Schlüssel zu meinem Zimmer? Oho, ist das eine Einladung? Dann kannst du dein Werk immer bewundern, wenn dir danach ist. Ach so, okay. Ja. Wo ist überhaupt ihr Zimmer? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber es wäre schön, wenn wir da mal hingehen könnten. Und das mal öffnen könnten, aber ich weiß es gerade echt nicht, wo sie schläft. Moment, sie ist... Nee, da kann das nicht... Irgendwo hier müsste das doch sein, oder? Hier, das ist nee. Das ist das Büro sozusagen. Das heißt, eins von den beiden müsste das doch rein theoretisch sein. Oder vertue ich mich da jetzt? Ich gehe jetzt einfach mal eben dahin und guck mal nach, ob ich jetzt die beiden öffnen kann. Oder auch nur eins von den beiden. Das machen wir nochmal eben schnell. Beziehungsweise versuchen wir nochmal eben schnell. Tischzimmer. Ah. Ja, Hallöchen. Oh Gott, sie hat hier ihr eigenes Teeservice. Ich kenne das noch von 5-jährigen Kindern. Die haben dann auch... Meine Tochter hatte auch so ein Teeservice da draufstehen, hat dann damit immer gespielt. Und alle mussten immer davon trinken und auch die Plüschtiere mussten essen und so. Das können wir alles nicht lesen, das ist doof. Oh, ja, hi, ich stehe hier auf dem... Was ist es sich denn hier am Anpflanzen? Zwiebeln, die gerade kaputt gegangen sind. Oh, Tisch, hast du mich jetzt erschrocken? Mein Gott, 10 Uhr abends. Ach so, dann ist sie jetzt deswegen wahrscheinlich hier drinnen. Weil sie eigentlich schlafen gehen möchte. Warum hast du hier keine Bücher, die man lesen kann, Tisch? Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, aber so sieht auf jeden Fall ihr Zimmer aus. Vielleicht hat sie ja draußen noch irgendwo ein Büchlein zum Lesen. Ist jetzt sogar noch ein Gästezimmer, oder was? Hm. Offenbar hat sie doch nichts zum Lesen. Da steht die Butter noch drauf. Ey, noch nicht mal aufgeräumt hat sie hier. So eine Sauerei. Wer lässt denn die Butter bitte draußen stehen? Nee, aber sieht schön aus, doch? Nein, ich werde jetzt keine Fotos machen. Keine Screenshots, wie auch immer. Gut, dann haben wir... Ach nee, das mit den Geheimnissen müssten wir dann noch machen. Wo ist er denn jetzt? Er ist gerade... Nee, warte mal, Rev.
Doch, Ref. Genau. Aber, na, ich weiß nicht. Ich könnte mal versuchen, mit ihm zu reden. Durch das Zimmer. Tisch? Wie hast du dich so schnell aus deinem Zimmer nach hier teleportiert? Das Spiel ist irgendwie sehr seltsam geworden. Ich weiß auch nicht. Also wir versuchen es mal eben ganz kurz, ob wir mit ihm sprechen können. Wo ist er? Nee, er ist über mir, ne? Moment. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Das müsste doch eigentlich hier sein, aber das ist doch Ashuras Zimmer. Hä? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Also ich bin oben in den Zimmern gewesen, da ist er nicht drin. Hier unten ist er nicht drin. Ich verstehe hier gerade gar nichts mehr, keine Ahnung. So, mit dir können wir nochmal kurz plaudern. Mit dir haben wir, glaube ich, heute schon, oder? Ja, mit dir haben wir heute schon geplaudert. Haben wir mit ihm schon geplaudert oder war das den Tag vorher? Also mit diesen Ingame-Zeiten, da komme ich noch gar nicht mit klar. Nee, mit ihm haben wir schon gesprochen. Okay. Na gut, also ich bin mir jetzt nicht sicher, was das jetzt hier wird mit Seth, aber ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Wieso kann ich eigentlich die Möbel behalten, die ich jetzt hier gemacht habe? Jetzt ist mein Inventar noch nicht mal mehr frei, oder was? Oh, jetzt muss ich die auch noch wegbringen. Na toll. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt erstmal hier die Folge beenden. Und ja, ich versuche irgendwie, ihn am nächsten Tag nochmal anzusprechen oder so. Wo er jetzt hin ist, ich habe keine Ahnung. Er scheint sich unsichtbar gemacht zu haben und liegt jetzt irgendwie unterm Tresen oder zwischen beiden Etagen. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch nicht schlimm. Dann können wir hier zumindest erstmal mit einem ruhigen Gewissen die Folge beenden. Wenn nicht immer wieder einer so im Hintergrund dazwischen. Okay, doch, mit ihm haben wir schon gesprochen. Okay, ihr habt nichts gesehen und ich habe nichts gemacht. Dann werden wir hier erstmal die Folge, wie gesagt, beenden und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir noch machen können. Vielleicht kriege ich es ja auch nochmal hin, dass ich endlich mal die Blaubeeren ernten kann. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich die jetzt schon am Gießen bin. Wobei wir das wahrscheinlich mehrfach ernten müssen, damit wir überhaupt diese 10 hinkriegen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir wirklich bei jedem auch die Sterne kriegen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Naja. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und seid mir nicht böse, sollte das noch ein paar Tage dauern, weil, wie gesagt, es geht immer nur schleppend voran aktuell. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.